Ich habe ein Video gemacht über der geniale Skandal, der Heino wieder relevant machte. Und falls jemand jemals einen Ansporn dafür gebraucht hat, in die Streams hier reinzugucken, hier ihr Leute auf YouTube, dann, dass ich glaube ich, vielleicht ist irgendjemand dabei, der sich gerade erinnern kann, live im Stream die Idee zu diesem Video hatte. Dass es ging um irgendwas und dann war irgendwie Heino Thema und dann war ich wirklich in dem Moment so, ah ja, krass, da können wir mal ein Video dazu machen. Es gibt diese Videos, wo ich sage, ah, da muss ich jetzt so wirklich Arbeit reinstecken, weil ich weiß, dass das ein interessantes Thema ist, aber ich muss mich da erstmal belesen und gucken, worum es in dem Video überhaupt gehen wird. Ja, so war es zum Beispiel bei diesem Ballermann-Ding. Boah, sowas auch bei diesem Emo-Ding, sowas auch bei, was würde ich sagen, das Til Schweiger-Ding wahrscheinlich auch, Mario Barth teilweise. Aber es gibt dann auch die Sachen, wo ich sage, das sind Themen, die ich nicht nur live mitbekommen habe, sondern wo ich eh schon einen Take dazu habe und weiß, worauf das hinauslaufen wird wahrscheinlich. Und da brauche ich mich nur noch mal irgendwie reinzuarbeiten und die fallen einem dann tendenziell einfacher. Worauf ich hinaus will ist, das Heino-Video war so eins. Ich habe das damals mitgekriegt, ich habe das damals aber anders wahrgenommen, als ich es jetzt in der Rückbetrachtung nochmal gerafft habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, man damals irgendwie relativ nah dran war, muss ich dann einfach sagen. Das Video kam ziemlich gut an. Das Video hat bei ganz vielen, glaube ich, eine Art PTSD verursacht, weil ganz viele irgendwie auch geschrieben haben in den Kommentaren so in die Richtung, ach je, diese Sache habe ich komplett vergessen. Für mich war es irgendwie immer relativ präsent, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, dass nämlich so ein Running, da haben wir es schon, so ein Running Gag ist bei Worldwide Wohnzimmer, den die immer mal wieder bei Erkennst du den Song machen, wo die quasi, hier, erkennst du den Song, das ist es, wo die quasi immer mal wieder Songs laufen lassen und dann buzzert irgendjemand und sagt so, Haus am See, Peter Fox. Und dann, it turns out, wenn jemand anfängt zu singen, ist in die Heino-Version. Das war erstmal das. Also der Rahmen für dieses ganze Video war auch, dass ich eigentlich wissen musste, was war zuerst, was kam dann. Und dann war es ganz oft einfach nur ein Internetarchiv rumsuchen. Wie lange ich, no joke, ich habe das habe ich ja irgendwo, warte, Promo und Skandale. Irgendwo muss es hier doch eingeblendet sein. Wie lange ich wirklich gebraucht habe, um diesen scheiß Original-Rammstein-Poster nochmal zu finden. Vielleicht ist es mir entgangen, aber Facebook hat keine verschissene geile Suchfunktion. Und dann habe ich müssen anfangen, quasi in Artikel zu der Thematik zu suchen, die nicht nur Rammstein zitieren, sondern vielleicht auch noch eine Verlinkung zu dem Originalbeitrag haben. Weil ganz viele hatten da eine Verlinkung, wo sie sagen, Rammstein haben auf ihrer Facebook-Seite mit Link bekannt gegeben das und dann gehst du drauf und es ist einfach nur ein Link zu Facebook Rammstein und aber nicht zu dem spezifischen Post. Und irgendwo bei, ich weiß gar nicht mehr was, Visions laut.de, irgend sowas, ich weiß es nicht mehr, war er dann tatsächlich verlinkt und ich habe ihn gefunden. Und dementsprechend dann auch nochmal hier zu sehen, okay, dieser Bildartikel kam am 24. Januar, das Rammstein-Ding kam auch noch am selben Tag raus, am 25. Januar kam direkt der nächste Bildartikel, am, ich glaube, 28. Januar war Heino bei Markus Lanz. Also ich hatte zwischendurch auch die Idee, dass man das alles wie so einen Tathergang auflisten kann, aber dafür war es dann doch irgendwie zu wenig Drama und außerdem wollte ich eigentlich diesen Twist ganz gern drin haben, wo ich dann einfach so sagen kann, ja, und das stimmt eigentlich alles überhaupt nicht. Das, also alles, was die da geschrieben haben, war erstunken und erlogen. Ja, mutmaßlich. Mutmaßlich natürlich. Das Krasse ist aber, Heino hat natürlich nach diesem ursprünglichen Album, wo diese ganzen jungen Sachen drauf waren, noch mehr solche Alben gemacht. Also es gab dann ein Album, wo das Ganze rumgedreht war, bin ich mir ziemlich sicher, wo er dann seine Songs in Heavy Metal Rock gespielt hat oder so. Das war dann Schwarz blüht der Enzian. Ich hoffe einfach, dass Heino nur den Sound von Rammstein geklaut hat und sonst keine Praktiken. Nur massiv enttäuschend, dass er nicht einmal irgendwie da scheinbar schwarz singt. Was ich persönlich glaube ich habe da damals dann irgendwie das mitgekriegt und kurz mal reingehört. Ich finde das persönlich das gelungenere Projekt, aber es war auch das bei weitem unerfolgreichere Projekt, muss man einfach sagen. Offizielle Charts. Schwarzblüte Enzian, Peak auf 11. Na? Mit freundlichen Grüßen. Ach guck mal, das kam zwar knapp 2 Jahre später, dann doch. Also das ist schon eigentlich ist dieser 2 Jahres
Unterschied hier ist eigentlich wirklich ein, das kannst du eigentlich ja fast so nicht machen. Was war dann Arschkarte? Was ging da genau ab? Fußball ist unser, oh mein Gott, Heino hat Lieder, Fußballlieder, Samba de Janeiro. Heino hat Samba de Janeiro gecovert. Du gehst ganz allein. Ich wette, in irgendwelchen Marketing-Meetings hat man Heino wahrscheinlich gepitcht. So verzweifelte Marketing-Leute. Ja, und wir platzieren deine Sachen dann so und dann wirst du bei dieser EM auf allen Fanfesten laufen und dann wird deine Version von You Never Walk Alone da gespielt und dann wird das ganz groß und dann spielst du, dann stehst du da überall und Heino war so, ah, ja, da freue ich mich drauf und so. Und das ist so brutal unangenehm, wenn ich mir das nur vorstelle. Und dieses Album ist halt komplett abgeschissen, ne? Platz 32, Platz 95 und raus aus den Charts. Und dann, weil das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Heino dann eben nochmal so ein Album gemacht hat. War das das hier dann? Ja. Wo er dann nochmal Songs gecovert hat. Nochmal deutsche Songs. Und das Geile dran, dass er dann 2018, ich bin mir ziemlich sicher, dass das für das Album war, dieselbe Marketingstrategie einfach nochmal probiert hat. Und auch nochmal mit Rammstein. Nun ist gerade Und Tschüss erschienen und weil es 2013 so gut geklappt hat, verwendet das Aushängeschild der deutschen Hässlichkeit, in Klammern Campino, denselben PR-Gig gleich abgewandelt, einfach nochmal. Den Song Engel habe Heino in letzter Minute von der Platte nehmen müssen, weil Rammsteins Plattenfirma angeblich ohne Wissen der Band die Veröffentlichung verboten habe, berichteten nun am Wochenende viele Medien. Allerdings ist das Covern von Songs im Gegensatz zum Samplen grundsätzlich erlaubt, zumindest wenn die GEMA involviert ist und man die urheberrechtlich geschützten Originalsongs in Text und Melodie unverändert interpretiert. Dass Heino die Rechtslage sehr wohl kennt, ist mindestens seit 2013, bla bla bla. So oder so ist es ein geschickter Promo-Move, bei dem Heino sich die bekannte Öffentlichkeitsscheu der Rammstein-Mitglieder zunutze macht. Unklar ist eigentlich nur, warum Rammstein-Plattenfirma diese Meldung bisher weder dementiert noch kommentiert hat. Die diesbezügliche Anfrage von Laut blieb bislang unbeantwortet. Whatever, was da jetzt so wirklich passiert ist, ist das auch wieder was, wo ich gedacht habe, so, ach du Heiland, ey. Das ist ja wirklich so eine erbärmliche Kacke und es ist einfach so, wie kann man so unnötig needy rüberkommen einfach, ja? Also es geht immer noch mehr darum zu schürfen und Heino ist quasi wie die Zwerge in den Hobbit-Filmen so ein bisschen, ne? Also irgendwie, nee, wie die Zwerge in Der Herr der Ringe, ne? Die haben auch zu viel geschürft und dann kam der Balrog. Nun ist das Ding, der Balrog wartet immer noch auf Heino. Ich weiß nicht, wann er rauskommt, aber irgendwann werden wir ihn sehen. Vielleicht ist der Balrog dann Till Lindemann. Und das ist einfach nur, finde ich persönlich, sehr, sehr lustig, dass es diese Story dann irgendwie wieder gab und man gemerkt hat, oh Gott, wie kriegen wir es hin, dieses letzte Album nochmal irgendwie am Markt zu platzieren, damit es nicht völlig untergeht wie unser kultiges Fußballalbum, das wir schon zweieinhalb Jahre vorher gemacht haben oder so. Dann gab es noch zum Video mehrfach das doppeltes Feedback. Zum einen die Sache, wo ich quasi erwähnt habe. Ja, also so der volkstümliche Sänger, der seit Dekaden von dem Rock-Establishment ausgelacht und parodiert wird, schlägt endlich zurück und plötzlich zeigt sich, die ganzen Rocker und Punker verstehen gar keinen Spaß und werden plötzlich richtig ungemütlich. Und da gibt es eigentlich noch eine komplette Backstory dazu. Also vor allem geht es da um den wahren Heino. Der wahre Heino. Das war damals ein Act, der im Vorprogramm der Toten Hosen, Skandal um den wahren Heino, aufgetreten ist. Und da hat Heino dann, da gab es irgendwie Streit, Klage, irgendwas. Da bin ich nicht so ganz drin. Ich kenne diese Story und ich war mir auch dem gewahr, sage ich mal, der wahre Heino. Ich war mir auch dem gewahre, so richtig. Das Bedürfnis, das dann noch auszufleischen in diesem Video, hatte ich ehrlicherweise nicht, weil ich persönlich fand nicht, dass das der Geschichte so viel mehr gibt, als man einfach in so einem ganz okayen Nebensatz einfach droppen kann. Im Sinne von, naja, die haben sich halt immer über den lustig gemacht. Und so war es ja und das kann man sich ja auch gut vorstellen. Ah, hier, der echte Heino Kramm klagte 86 gegen den wahren Heino Hähnel und er wirkte vor dem Landgericht Düsseldorf eine einstweilige Verfügung. Infolgedessen durfte Hähnel nicht mehr als Heino auftreten und musste 10.000 D-Mark Ordnungsgeld zahlen. Die Toten Hosen, Rocco Schamoni und die Goldenen Zitronen spielen 86 in Benefizkonzert für Hähnel. Hähnel nahm das Geld dankend an, weigerte sich aber die Strafe zu zahlen und saß ersatzweise lieber 20 Tage Ordnungshaft ab.
Heino äußerte, der verdachte echte Heino habe nur gegen ihn geklagt, weil er befürchte, seine Fans könnten langsam zu ihm, dem wahren Heino, überlaufen. Ein weiterer Punkt war auch noch, dass ich glaube zweimal kommentiert wurde, dass so die Backstory von Heino nicht so ganz zu erschließen ist. Und das war auch was, wo ich persönlich gemerkt habe, es ist für mich auch nicht zu erschließen. Ja? Also ich habe gemerkt und ich habe ein paar Artikel mir durchgelesen, wo ich dann so dachte, ja, okay, der war halt präsent, der hat diese Lieder gesungen, die man halt damals so gesungen hat und er hatte dann ein Backing und er war dann halt platziert und dann durfte der da immer wieder auftreten und wahrscheinlich wird das dem nicht gerecht, wie Heino damals geschuftet hat oder so mit 127 Alben. Da dann nochmal so reinzusteigen und zum einen klar zu machen, warum ist Heino jetzt berühmt und dann nochmal in das ganze Lied gut einzusteigen, ja, weil das ja später dann nochmal relevant wird, weil sowohl Jan Delay als auch Dero von hier Umf beziehen sich darauf. Da war ich dann wirklich so, Alter, das ist mir jetzt zu viel. Ich will jetzt nicht noch eine Abhandlung von Lied gut machen, sondern ich will relativ straight auf dieser Geschichte bleiben, weil dann ist wiederum das Ding, das ist jetzt, wie ihr unschwer erkennen könnt, ein 17-Minuten-Video geworden. Und genauso, finde ich, wird das der Geschichte auch gerecht. Ne? Also ich finde, diese Story ist keine Story, das wäre vom Umfang her möglich, aber diese Story ist keine Story, wo du so eine halbe Stunde reingehst oder so 25 Minuten. Das ist dann ein Ding, wo ich merke, dass dieses Video würde ich selber nicht gucken wollen. Dementsprechend bin ich da eigentlich völlig fein damit. Das kann man anders sehen und dann ist das so und dann ist das auch fair. Das Gute, Witzige und Spannende war aber, dass ich mal wieder einen interaktiven Kommentar-Bait mit in das Video eingefügt habe. Der war nämlich dieses Mal, lass mich kurz überlegen, welcher deutsche Promi könnte denn mal so ein richtig gutes Comeback-Album vertragen? Und da ging es wieder ganz, ganz hoch her in den Kommentaren, muss ich ganz ehrlich sagen. So einen Mann brauchen wir hier in Deutschland. Zitat Wikipedia, Heino wohnt in Kitzbühel. Muss ich auch mal nochmal gucken. Heino ist in das gemeinsame Haus in Kitzbühel, das er mit seiner verstorbenen Frau Hannelore bewohnte, zurückgekehrt. Das ist von... Oh. Das ist von vor 8 Monaten. Der Graf von Unheilig in ein paar Jahren wiederkommt und so in einem Album Applaus, Applaus. Das habe ich auch, das habe ich im Ohr. Also wenn ihr euch mal kurz das Lied Applaus, Applaus vorstellt und dann versucht, die Stimme vom Grafen mit eurer nicht künstlichen Intelligenz drüber zu rendern, das passt. Was wir wirklich brauchen, ist ein Comeback von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Auf dem diese wahlweise Krautrock-Klassiker oder Deutsch-Rap-Meilensteine kauen. Der Cover-Titel wäre dann entweder Supernasen im Kraut, das klingt für mich schon nach Kiffgras, muss ich ganz ehrlich sagen, oder Das wird man ja noch rappen dürfen. Und Das wird man ja noch rappen dürfen, da bin ich dabei. Das wird man ja noch rappen dürfen, finde ich richtig gut. Ah ja, auch noch ein gutes Ding. Dero, der damals stabile Ansagen gemacht hat, auch im Video gegen Heino, der sich da ja irgendwie ganz, ich sag mal, sensibel gegenüber diesen Thematiken geäußert hat, der ist heute wirklich komplett abgerutscht. Das hatte ich auch zwischendurch mal so im Laufe dieser Arbeit für das Video ergoogelt und mal geguckt, was der dann nochmal gemacht hat, weil ich das irgendwie auf dem Schirm hat. Und es ist eine ganz eigene Reise, auf die ich euch hier unbeschwert schicken kann. Guckt euch, googelt da gerne mal rum. Das ist wirklich auch nochmal eine ganz spannende Sache. Wenn Max Rabe Moneyboy covern würde, bin ich dabei. Heino ist wie Sinalco oder Spezi. Man ist damit aufgewachsen, egal ob man es mochte. Ich fand dieses Comeback recht witzig. Die Songs relativ hörbar. Trump-Gelaber ist ein schwaches Ende. Verzeihlich als Altersdemenz entschuldbar vielleicht. Ja, es ist immer so eine, es ist so eine Frage, das ist auch das, was ich jetzt in meinem nächsten Video thematisiere oder so ein bisschen mir Gedanken drüber gemacht habe. So fies das jetzt klingt, aber inwiefern kann man alternde Leute noch haftbar machen? Weil ich meine, das Offensichtliche, was man da sagen kann, ist selbstverständlich. Nur weil die alt sind, heißt das ja nicht, dass die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, ne? Was es vielleicht heißt, ich meine, keiner von uns weiß, wie es ist, alt zu sein, aber ich kann mir halt vorstellen, du hast dann quasi 50, 60 Jahre gelebt und über die Jahre halt gewisse Entscheidungen gefällt und Erfahrungen gemacht, die dich zu dem Mensch gemacht haben, der du jetzt bist. Und je länger quasi diese Erfahrungen dauern und je öfter diese Erfahrungen von irgendwas bestätigt werden, desto sicherer bist du dir in deiner Meinung und desto schwerer bist du ja auch quasi davon wegzubringen. Also so stelle ich es mir vor. Ich meine, ich weiß es letztlich
nicht. Ich habe halt noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel. Dementsprechend ist das so ein bisschen das, womit ich mich in letzter Zeit oft beschäftige, dass ich irgendwie so denke, naja, ist das jetzt, kann man Heino da wirklich haftbar dafür machen, wenn er so einen Blödsinn erzählt? Der Mann ist über 80. Und dann denke ich so, natürlich, also das wäre ja eigentlich voll fies, wenn ich irgendwie einfach genau das sagen würde, obwohl ich es auch irgendwie verstehe, was der Bernden da sagt mit am Ende vielleicht verzeihlich als Altersdemenz entschuldbar, aber ganz ehrlich, nee, Heino labert da einfach Scheiße und das völlig unabhängig von seinem Alter. Und wenn er nach 80 Jahren immer noch an dem Punkt ist, dass er so einen Müll labert, dann ist das ja noch mehr sein Verschulden. Ja, also dann hat er ja, er hat ja auch, das wäre vielleicht die Gegenargumentation, er hat ja dann noch mehr Zeit, sich zu bilden und hat es trotzdem nicht gemacht und er labert immer noch so eine Scheiße. Also das ist ja eigentlich dann auch das Ding. Und auch hier an der Stelle tatsächlich, jetzt wird ganz persönlich und deep, jetzt bin ich wieder ein authentischer Influencer. Eine meiner persönlich größten Ängste auf dieser Welt ist, out of touch zu sein. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber ich habe so richtig Schiss irgendwie davor, irgendwann irgendwo eine Abbiegung zu nehmen. Oder nicht eine Abbiegung zu nehmen, sondern einfach so das Gefühl, man hat ja nicht das Gefühl, man nimmt eine Abbiegung. Man hat ja das Gefühl, man geht immer weiter und entwickelt sich in seinem Ding immer weiter. Und irgendwann an einem Punkt zu sein, wo ich denke, ach du Scheiße, was hast denn du die letzten 8 Jahre gemacht? Hast du wirklich komplett den Verstand verloren? Bist du dumm? Jetzt bist du irgendwie 58 und bist hier so ein komischer, krummeliger alter Typ, der du nie werden wolltest, aber irgendwie hat dich das Leben dazu gemacht. Und da habe ich richtig Angst davor, muss ich sagen. Ne? Weil ich will eigentlich offen dafür bleiben, mir neue Ideen und neue Sachen anzuhören. Ich will offen dafür bleiben, auch bezüglich Medienkonsum und so. Ne? Und ich muss auch sagen, eigentlich empfinde ich diese Angst tatsächlich als gut. Also ich interpretiere die als was Gutes, dass ich zumindest irgendwie so die Synapsen richtig eingestellt habe. Auf der anderen Seite muss ich auch gar nicht so eine Angst haben, weil ich sag mal so, alle älteren Menschen um mich rum oder vor allem auch so meine Mutter ist eigentlich gar nicht so. Also wirklich überhaupt nicht. Ja. Und das ist doch eigentlich irgendwie was, wo das mich antreiben sollte. Ne? Also es wird wahrscheinlich im Alter durchaus Sachen geben, wo man sagt so, okay, das sind Dinge, die mich früher irgendwie richtig außer Fassung gebracht haben oder wo ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht habe oder wo ich völlig unruhig in mir selber war. Und heute ist das nicht mehr so und heute kann ich da irgendwie drüber stehen und blick da irgendwie ein bisschen gelassener auf die Sachen. Und das ist ja eigentlich auch was Schönes. Also wenn ich jetzt schon dran denke, wie unruhig ich so vor 5, 6, 7 Jahren in mir drin war, dann denke ich wirklich so, oh mein Gott, ich bin froh, dass das nicht mehr so ist. Ne? Und wie viel lauter ich bei Sachen war und wie, also lauter im Sinne von meinungsmäßig oder so. Und jetzt hat sich das, ich habe jetzt schon das Gefühl, es hat sich alles so ein bisschen gesetzt. Ne? Also es ist wie wenn so ein neues Sofa irgendwie, so die Matratze ist eingelegt. Die Matratze meiner Meinungen ist eingelegt. Und das ist was, was mich, glaube ich, auch bei dem Video umtrieben hat, sage ich mal. Und auch jetzt, wie gesagt, beim nächsten und apropos nächstes Video, ich habe am Ende dieses Heino-Videos, weil ich schon wusste, was das nächste Video wird, ein meiner Meinung nach offensichtliches Teasing gemacht, darum, um was es in dem nächsten Video von mir gehen wird und dachte so, ach, jeder wird in den Kommentaren schreiben, oh, krass, er macht ein Video über die neuen Stefan Raab-Sachen. Spielt es euch mal wieder vor und lasst euch dann interpretieren. Ja. Video zu einem alternden Showman, der plötzlich wieder zurückkam und man fragt sich dann so, wofür eigentlich? Warum? War es das wirklich wert? Keine Ahnung, kommt mir aber bekannt vor, diese Geschichte. Gab's das irgendwann nochmal? Keine Ahnung, darüber muss ich nachdenken. Folgt mir auf Instagram, Leute. Es ist doch völlig offensichtlich, was ich damit meine. Es ist doch völlig offensichtlich. 4 Tage, nachdem dieses Video erschienen ist, gab es diesen dummen Raab-Boxkampf. Ich habe es mir da schon gedacht, aber nicht komplett. Das würde ich jetzt auch sagen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream, wo es dann wiederum eine Feedback-Runde zu dem, glaube ich, schon erschienenen Video zu Stefan Raabs Comeback gibt. Lasst dem Video ein Like da und schreibt doch mal, ob ihr am Ende gerade dachtet, mein Gott, ich weiß, worum es in dem nächsten Video gehen wird. Ich muss es in die Kommentare reinschreiben. Gottes Willen. Macht's gut, tschüss.